Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge hier im Karrieremodus. Hier in FIFA 19 Back to Glory ist mal wieder angesagt. Wir spielen auswärts in Leipzig das erste Spiel. Und ist ein bisschen her das letzte Mal mit der Aufnahme, weil ich sehr viel FIFA Champions League gemacht habe. Ich habe quasi die letzten drei Tage, also ist Freitag oder inzwischen schon Samstag, 2.38 Uhr. Ich war heute noch in Urlaub und habe, um alle Champions League Folgen für die zwei Wochen, die ich in Dänemark bin, perfekt vorbereitet zu haben und die Europa League auch. Die letzten 4-5 Tage bin ich aufgestanden, habe Champions League und Europa League gemacht und bin wieder zu Bett gegangen. Ich habe nichts anderes gemacht, bin deswegen auch ein bisschen durch inzwischen. Jetzt kommt noch ein bisschen Back to Glory Aufnahme, damit das auch noch kommt in der Zeit. Das schneide ich dann in Dänemark wahrscheinlich. Und ja, deswegen werden wir jetzt erstmal mit der Ersatzelf hier spielen, sehe ich schon, weil die A11 angeschlagen ist. Wir hatten ja gerade ein paar Europapokalspiele. Und wir starten jetzt mal rein in die Begegnung. Mein Controller ist übrigens freudiger an Disconnecten als sonst. Deswegen wird das wahrscheinlich zu ein paar von diesen Dingern kommen. Und ich probiere ihn nicht allzu sehr zu bewegen. Ja. Die Choreos sind immer wieder ganz nett mit anzusehen. Auf jeden Fall. Muss man sagen. Und hier in Leipzig ist auch immer ein ganz großer Gästeblock mit dabei. Und inzwischen sind wir das bessere Team. Und Leipzig ist hier in FIFA gar nicht mal mehr so gut wie in echt. Und tut mir leid, Leute, ich überspringe jetzt hier mal den ganzen Anfangskram, weil ich halt eben ein bisschen Zeitdruck habe. Und oh Gott, ich habe die ganzen Einstellungen von der FIFA Champions League. Seht ihr jetzt hier gleich sogar. Ich gehe mal jetzt auf klassisch, das ist meine Kamera, mit der ich hier immer spiele. Die mache ich hier mal Standard. So. Und ja, normalerweise mache ich bei FIFA Champions League, das kann ich mal kurz erklären. Obwohl ich Zeitprobleme habe, aber egal. Mache ich das normalerweise immer hier so auf 40, damit die Schüsse nicht so fehlerhaft sind. Und die Torhüter mache ich normalerweise eben auch immer auf 40, aber weil bei FIFA 19 so abstrakt viele Tore fallen, habe ich inzwischen sogar hoch gemacht, damit weniger fallen und die Konferenzen nicht so überladen sind. Und an der Schusshärte und die Bewegung nach vorne schraube ich normalerweise noch, aber jetzt gerade nicht. Also eigentlich kann man bei FIFA 19 jetzt auch mit normalen Settings ganz gute Ergebnisse erzielen. Und dass ich FIFA gespielt habe, ist schon wieder länger her, weil ich mich halt nur um die Champions League gekümmert habe. Deswegen hoffe ich, werde ich jetzt nicht komplett abgeschossen hier mit der zweiten Mannschaft. Das war ein schöner Ballgewinn. Kommen wir da noch ran? Ja, na, können nichts ausmachen, weil wir schlecht sind. Ich spreche schon mit Gollum, weil wir schlecht sind. Weil wir schlecht sind, mein Schatz. Gollum! Wieso mache ich das jetzt? Liegt wahrscheinlich hier dran. Ist übrigens der Ring aus Herr der Ringe. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch so ganz verrückt von diesem Ring einfach besessen werden, wie Gollum es auch ist. Hoffen wir es nicht. Und das ist das Einzige für Leipzig, was überfällig ist. Ich brauche einfach dieses Spiel hier, um wieder reinzukommen. Das wird wahrscheinlich nicht gut enden für uns. Und habe ich schon mal erwähnt, wie grässlich diese Türme von Leipzig ist? Es tut mir leid, aber es geht einfach nicht schlimmer. So, jetzt schicken wir mal. Oh Mann, ich wollte eigentlich kurz schicken. Aber okay, dann eben Samperio. Der ist ja auch schnell. Komm, jetzt aber. Jawohl, da ist der Ausgleich. Was, sogar Matti Steinmann? Ich glaube, es war Matti Steinmann. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jupp, Matti Steinmann war es mit dem ersten Saisontor. Wunderschön. Jupp, hat Pollersbeck gesehen, dass er keine Gefahr ist. Laut der Reaktion. Ah, ich wusste es, dass er das wieder pfeift. Obwohl es abgrundtief lächerlich ist, das zu pfeifen. Aber naja, oh nein. Glück gehabt. So, Wood. Kriegt den noch? Ja. Ich habe irgendwie heute Mikro-Cloud drin. Wahrscheinlich, weil ich tatsächlich bei Nvidia gerade, ich nehme mit GeForce Experience, also Shadowplay auf. Ich habe inzwischen einen Bug, dass ich das alle zwei Tage neu installieren muss, weil das sich einfach nicht mehr starten lässt, wegen irgendeinem Fehler. Und ich habe seitdem irgendwie in Origin spielen Mikro-Ruckler. Das hatte ich im Battlefront, obwohl ich eigentlich laut FPS-Anzeige 100 FPS hatte oder 70 oder so. Also absolut nichts, was ruckelt. Und das habe ich jetzt gefühlt gerade in FIFA auch. Ihr seht es vielleicht auch, dass es irgendwie eigentlich flüssig läuft komplett. Ich habe auch 131 FPS gerade, aber irgendwie ist so minimal manchmal ein bisschen am Ruckeln ist gerade. Jetzt zum Beispiel gerade extrem. Das ist ein bisschen nervig, aber das kann ich jetzt gerade nichts gegen tun. Oha, Kontergelegenheit kostet. Ich schicke mal gerade ganz oben. Jairo Samperio, ist er schnell genug? Ja, komm Jairo. Nein, nein, der Pfosten rettet für Leipzig. Boah, das war schön von Atli.
Wow, Bobby Wood. Bobby Wood, Alter, Holz war das gerade. Der Name ist hier Programm. Ah, Matti Steinmann. Hat's nochmal probiert. Der hat ja einmal so ein geiles Tor gemacht. Jetzt hat's nicht funktioniert. So, da oben Schindler. Lauf, 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 lauf. Oh Gottes Willen, was war das für ein Schuss? Der war ja noch nicht mal von schlechten Eltern. Ja, das war jetzt eher Verzweiflung gerade noch, was ich hier gemacht habe. Und jetzt ist Schluss. Ja, das 1:1 hätten wir uns vielleicht mehr holen können. Das ist halt dieses Ergebnis. Naja, ist es so, wie es ist. So, der Liga halt geht weiter. Wir fahren jetzt nicht nach Köln, wir spielen zu Hause gegen Köln. Was sagt die Tabelle? 4. Platz, das ist ja wunderschön, egal was passiert. Hannover und Bremen, Alter, und Wolfsburg, da ist, Alter, der Norden rasiert ja hier. Junge. Und Bayern ist einfach 9. Junge. Junge. Um mal hier ein Filmzitat anzuwenden, aus welchem Film? Könnt ihr jetzt mal hier in die Kommentare schreiben? In die Kommentare schreiben, Junge. Und ja. Ich würde sagen, die Kölner hauen nur weg. Obwohl ich selbst Ziegen besitze, deswegen tut es mir ja schon fast leid, aber nein, die hauen wir weg. Ja, ich habe ganz vergessen, willkommen im Volkmannstadion zu sagen, wie ich sonst immer so mache. Also, willkommen im Volkmannstadion. Das Hamburger Schmuddelwetter findet heute mal nicht statt, denn die Temperatur macht ihm da einen Strich durch die Rechnung. Und ist das Aaron Hunt gewesen? Ich hatte zu Köln gewechselt, ist da immer noch krass am Start? Ist eigentlich eine gute Frage. Naja, die Tabelle sagt auf jeden Fall. Ja, toll. Schön, dass hier keiner der beiden Team, von den beiden Teams, keines der Teams, das hier am Start ist, gezeigt wird, an den Tabellen aufstellt. Wir sind nicht drauf, Köln ist nicht drauf. Okay, daraus kann man schließen, dass Köln recht weit unten ist. Das heißt, ein Sieg ist eigentlich Pflicht und den holen wir uns jetzt auch. So, ein Bula. Jetzt aber. Bam, 1:0. So funktioniert das. Und was ist da ein Chrom auf? Nix, gut. Ich höre mir das übrigens viel zu laut, aber glaubt nicht. Wir freuen uns einfach über den Treffer. So. Boom. Boah, schön gemacht von Santos, der jetzt leider bei Zenit St. Petersburg ist. Finde ich sehr schade. Das Geld kann der HSV natürlich gebrauchen, aber ich hätte lieber Santos behalten. Weil der Typ eigentlich kein schlechtes Spiel gezeigt hat. Der war immer gut. Und über den ging immer was nach vorne. Genauso finde ich es leider auch schade, dass Ito jetzt vergrault wird, weil in dem steckt wirklich Talent. Das hat man ja auch schon gesehen. Er kriegt einfach nicht genug Zeit, um das zu zeigen. Deswegen auch sehr schade, dass Ito den Verein verlassen wird oder, wenn die Folge hier rauskommt, schon verlassen hat. Denn mein aktueller Stand vom 20. Juli... der Typ heißt Handwerker. mein aktueller Stand ist, dass Ito gerade in die zweite verbannt wurde, sich einen neuen Verein suchen soll, genauso wie David Bates. Was ich auch schade finde, weil ich ihn mag. Aber bei ihm kann ich das ein bisschen eher verstehen. Aber ich denke, wenn der sich in der Zeit bekommt, entwickelt er sich auch noch. Komm. Ich finde es einfach nur schade, dass quasi junge Spieler, die man jetzt vor gar nicht so langer Zeit in den letzten Jahren halt hochgezogen hat, beziehungsweise geholt hat, jetzt einfach wieder wegschmeißt und durch alte ersetzt. Das ist keine geile Entwicklung, finde ich. Obwohl die Spieler, die der HSV holt, doch recht vielversprechend sind. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren über Transferpolitik, aber im Grunde mag ich die Entwicklung nicht zu 100%, würde ich damit sagen. So, Fiete. Schön. Also, wir haben hier heute richtig Bock, was zu machen scheinbar. Schöne Sache. So. Also Köln sehe ich jetzt mal hier als Team, wo man jetzt vielleicht das Torverhältnis ein bisschen aufpolieren kann. Oh Gott, oh Gott. Weg, schön. Oha, wird da aus, vielleicht ist doch mal was. Und? Horn ist da. Ja, es ist nichts mehr wirklich passiert jetzt in der zweiten Halbzeit. Das Relevante hatten wir in der ersten. Wir gewinnen 2:0 gegen Köln und das ist auch gut so.
So, Freunde. Jetzt wird es nochmal europäisch. Und zwar geht es jetzt um den Gruppensieg gegen Fenerbahce und unentschieden reicht uns wegen dem besseren direkten Vergleich. Und ich denke mal, wir werden unsere B-Mannschaft dafür verwenden, weil die erste angeschlagen ist. Die erste brauchen wir für die Liga. Wobei, ich baue mal kurz eine Mischung daraus und dann geht's auch schon gleich los. So, es ist angerichtet. Der HSV spielt hier heute darum, Gruppensieger zu sein. Unentschieden bei Fenerbahce Istanbul reicht für dieses Vorhaben. Und ich hoffe natürlich, dass wir das auch erreichen können. Jetzt habe ich gerade aus Versehen übersprungen. Auch nicht gut. Jetzt muss ich die Hunde nicht so schön reinschneiden, aber das passt ja trotzdem ein bisschen in den Hintergrund. Ja, in der nächsten Runde sind wir ganz sicher und nach diesem Spiel hier werden wir auch erfahren, gegen wen wir spielen werden und ob wir gegen den ersten oder zweiten Platzierten ran müssen. Naja, ich würde sagen, scheiß drauf, wir starten jetzt auch mal rein. Oh, jetzt kommt Fener mit dem 1-0, scheiße. Das heißt, jetzt ist Stand jetzt Fenerbahce Tabellenführer und wir müssen treffen, um eben wieder selbst Tabellenführer zu werden. Tja, doof gelaufen, aber was sein muss, das muss sein und die Spieler machen gerade gar nicht das, was sie machen sollen. Oh, hatten wir gerade ein Glück, dass wir einen tollen Torwart haben. Warte mal kurz, scheiße, habe ich aus Versehen. Oh nein, ich habe Pollersbeck statt Früchtel drin. 2-0. Ja, ich habe Früchtel im Tor. Pollersbeck im Tor. Scheiße, und mein Controller ist auch kacke drauf. Und ich denke auch gerade wegen dem Controller, der mich die ganze Zeit nervt, steht jetzt hier eben 2-0 für Fenerbahce und der Gruppensieg ist in ganz weiter Ferne. Oh, Junge! Wieso bist du so? Wieso konnte ich einfach ein ganz normaler Controller sein, der ganz normal in seinem USB-Slot drin steckt und sich ganz normal spielen lässt? Oh, Diot gewinnt auch noch mehr Kopfballduelle. Da liegt einer. Das heißt, da ist ein Loch. Oh nein. Du kannst aber nicht nutzen, weil wir scheiße sind. Oh Gott, abseits? Nein, scheiße. Kein Abseits. Pollersbeck, Pollersbeck, ey. Dass du dich hier reingeschlichen hast. So, komm jetzt. Den haben wir noch. Bako, bring den Ball rein. Oh Mann, kommt nicht ran. Aber jetzt. Bam. 2-1. So, jetzt sind wir aber sowas von wieder dran. Jetzt sind wir sowas von wieder dran. Ein Tor noch, bis zum Gruppensieg. Sauber. In die Mitte. Jawohl! Was ist denn hier los? Auf einmal funktioniert es perfekt. Was, Adli? Jawohl. Bam, ey, Adli, ich küsse dein Auge. Holy shit, so Puig kann nicht mehr. Steinmann kann dafür rein. Junge, Junge, das sah ja die ganze Zeit gar nicht so aus. Auf einmal kommt dieser Doppelschlag von uns. Ist das gut. Und die Hamburger sind jetzt die, die hier gehört werden nur noch. Von den Fenerbahce-Fans kommt gerade gar nichts mehr. Oh, 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 oh. Nein, 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 der wird flanken, der wird flanken, der wird flanken. Weg da. Und nicht zum Schuss kommen lassen. Sagt man überhaupt Fener zu Fenerbahce als Abkürzung? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ja. Was soll man machen? So ein Schuss ist immer drin bei FIFA. Scheiße. Da gibt es halt absolut nichts, was man dagegen machen kann, gegen so einen Schuss. Jetzt volle Offensive. Da haben wir die Tabellenführung gerade wieder abgegeben. Papadopoulos. Nee, das ist Wort. Ah, Mann. Wagner, Mann. Ah, Mann. Und Narei braucht 200 Kilometer zum Wenden. Der Wendekreis wäre gerade immens, ey. Oh, 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 fangen den noch nicht. Oh, Mann. Jetzt kommen sie schon wieder über links. Wir machen jetzt das 4-2. Ja. Nein.
Ja, aber zum Angriff komme ich eh nicht mehr, weil die Halbzeitlänge viel zu kurz ist, um da jetzt nach vorne zu kommen. Keine Chance. Oh, ja! Ich dachte, der geht nicht rein. Schindler, du geile Sau. 3-3 in der Nachspielzeit, das kannst du ja keinem erzählen. Alter Falter. Junge, Junge, haben wir ein Schwein gehabt. Ja, Controller, kannst du gerne disconnecten, das hält jetzt meine Laune nicht. Okay, wenn du es jetzt noch öfter machst, dann schon. Boom, ey, was ein Gewaltschuss. Einfach geil. Okay, Controller, du legst es gerade ganz schön drauf an. Controller, wenn ich einen neuen habe, landest du sowas von auf dem Schrott, wenn du so weitermachst. Dankeschön. Man muss nur drohen. Schon passt das. So. 3-3. Gruppensieger, Leute. Was für ein krankes Spiel war das bitte? Holy shit. 3 Schüsse aufs Tor, 3 Tore. Ja, natürlich sehr viel Glück, das ist ja klar. Aber naja, wir gucken mal, wer es noch so geschafft hat in die nächste Runde. Jetzt ganz schnell. Im Schnelldurchlauf, da will ich jetzt keine lange Session draus machen. Ah, fuck, das war die falsche Taste. Bei Tabellen brauche ich. Und dann gehe ich mal auf Wettbewerb und Europa League. Gruppe A, Florenz und Mainz hat's geschafft. Geil. Guimarães und Leverkusen. Eindhoven und Genk. Lille und Everton. Björn Fenerbahce. Salzburg und Lazio. Ajax und Sevilla. Tottenham und Celtic. Das freut mich, dass Celtic es geschafft hat. Ja, Rosenborg und Bilbao. Ja, Lech Posen hat er ja nicht geschafft. Bajak Chihia und der FC Burnley. Lyon hat es nicht geschafft, das ist schon ein bisschen krass in der Gruppe. Okay, ja, Mütjuland als erster ist auch krass. Und der AC Mailand und die krass auch aus Zürich. Kopenhagen hat es leider knapp nicht geschafft. Wir gucken nochmal kurz in die Champions League rüber. Da haben wir Man U und Neapel in der nächsten Runde. Marseille kommt zu uns runter. Hier kommt Benfica runter. Real hat es geschafft hinter Inter. Hier kommt Brügge runter zu uns in die Euroleague. Madrid und Arsenal haben es hier geschafft. Die Rangers kommt runter. Das freut mich extrem. Sie haben es geschafft, also zu gewinnen gegen Dynamo Kiew. Sehr schöne Sache. Da hat ja auch einer geschrieben, dass er der direkte Vergleich erzählt. Das hatte ich ganz vergessen im europäischen Wettbewerb. Gladbach kommt runter. Okay. Zum Glück nicht PSG und Liverpool. Bayern kommt runter. Ey, das ist krank, dass Bayern jetzt runterkommt. Und Wolfsburg. Aber gut, in der Gruppe sitzt ihn keiner verübeln. Und Donetsk noch. Ja. Und gegen wen spielen wir? Oh nein, nicht andere Ligen, da will ich gar nicht hin. Pokal gegen Leverkusen und in der nächsten Europacup-Runde ist noch nicht ausgelost worden tatsächlich. Na, mal gucken, wann das ausgelost wird. Das interessiert mich jetzt nämlich wirklich. Vielleicht, wenn ich einmal weitergehe. Wir sind ja hier noch. Ja, wir sind jetzt Freitag schon. Ich gucke jetzt einfach mal rauf, ob das jetzt schon klar ist, gegen wen wir spielen werden. Nein, immer noch nicht. Ist ja cool, dass das so spannend gemacht wird. So, dann spielen wir auch schnell unser Spielchen gegen Freiburg. Und zwar auch mit der Ersatzmannschaft, weil danach geht's gegen Leverkusen im Pokal. Die Partie geht ja hier schon mal gut los in Freiburg, muss ich sagen. Und sorry Leute, wegen Zeitproblemen kann ich jetzt nicht immer den ganzen Blablabla davor machen. Da muss ich jetzt direkt ins Spiel gehen. Es tut mir leid, wenn die Folgen ein bisschen gehetzt deswegen wirken, aber ich habe wirklich keine andere Wahl, wenn ich sie noch machen will, weil in Dänemark habe ich halt keine Chance, das zu machen. Hätte zwar einen Laptop, der die Qualität hat, aber das habt ihr ja in den Europa League-Folgen teilweise schon gesehen. Der hat Grafikfehler zum Teil bei Nahaufnahmen. Das ist so schwarz werden die Spieler. Der Sound ist schlechter und ich habe vor allem kein Mikro. Ich muss mit dem Handy mein Audio aufnehmen und das ist auch nicht das Wahre. Oh, das wäre schön gewesen. Oh Mann, schon wieder! Kammerbauer, ey, warum bist du immer im Weg? Mann, jetzt immerhin mal nicht. Wie sehr ich mich darüber gerade aufgeregt habe, ist auch krass. Aber er stand ja zweimal bei gar nicht mal so schlechten Pässen im Weg. Das nervt halt. Oh, nein, nein, nein. Gut. Alter, wie wir den Ball hier nicht wegbekommen. Danke, Polle. Und Halbzeit. 0-0. Ein Ergebnis. Mit dem Ergebnis hier kann ich leben. Wir sind ja einfach nur ungefährlich wie sonst was. Von daher passt das. Wieso wird hier eigentlich Sportclub ausgeschrieben? Unten. Warum steht nicht einfach SC Freiburg so
wie jeder den Verein nennt. Keiner sagt Sportclub Freiburg. Oh oh. Oh Mann, jede geile Aktion, die kommt und die aus der Controller sich melden. Aber die Freiburg kommen jetzt so richtig, ey. Die Freiburg kommen jetzt so richtig. Und wir verblocken das so richtig, das Tor. Hier regelt nur einer Freiburg und sonst keiner, rufen die Fans. Ich glaube, das ändern wir mal. Schnell. Oh, Gottes Willen. Das war ja ganz scheiße. Oh, hätte es mal ein bisschen später senken sollen. Dann wäre er vielleicht gefährlicher geworden. Kann sein, dass der Keeper ein bisschen kleiner ist. Kommt mir das nur so vor? Ich glaube, das kommt mir eher nur so vor. So, Naray. Zack, noch einmal an den Leuten vorbei. Okay, gut. Zum Glück ist Kostic hier. Kostic. Oh, Mann. Die konnte... Hätte eigentlich besser verwertet werden können, die Flanke, denke ich mal. Und oh, Nachspielzeit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bobby Wood. Bobby Wood. Mit dem... Och, nein. Wir haben die Chance komplett verspielt. Oder? Nope. Auf einmal führen wir schon wieder nach Ablauf der Nachspielzeit wie gegen Fenerbahce, ey. Der Kontroller zelebriert, dass er dir mal mich nerven will und es mir nicht gönnen will. Nix Gönner bist du, Mensch. Ja, aber angenehme Sache auf jeden Fall, finde ich. Ja, und Freunde, das war's dann auch mit diesem Spiel. Wir gewinnen das Ganze mit 1:0 ganz glücklich und gucken mal, was das für die Tabelle jetzt für uns bringt. Und wir waren sogar wieder ein schlechteres Team, nur an den Schüssen gemessen. So. Ja, ich weiß, gleich erst einmal Pokal, aber ich will trotzdem wissen, was die Liga sagt. Die sagt, wir sind Tabellenzweiter, 6 Punkte hinter Wolfsburg. Lecker. 9 Punkte vor den Bayern. Und ich würde sagen, Leute, wir trainieren noch mal eine Runde und dann war es das jetzt auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.